Guten Tag, der Herr. Warum ist die da? Besser Kopf. Guten Tag, der Herr. Ich habe sie sogar mit Sir angeredet. Ich brauche einen Tow Truck. Moin und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR hier auf meinem Channel. Heute mit dem hübschen S8. Tatsächlich, das ist hoffentlich auch in der Modliste oder mindestens unter dem Video, wenn ich es nicht vergesse. Falls ich es vergesse, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich ihn in die Kommentare anpingen. Ja, dieses Blaulicht, das feier ist ja doch. Wir fahren heute mal und gucken, ob wir ein paar Raser oder so finden. Oder welche, die ohne Helm fahren. Achso, das sind Kollegen. Oder. Was hätten das nicht auf? Oh. 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 Ich glaube, ich habe es gerade kaputt gemacht. Fährt der jetzt weg oder wie? Gut, dann halt nicht. Boah, der gibt ja richtig Stulle. Komm von rechts ran. Ach komm, wo bleibst denn du stehen, Digga? Da muss ich das Blaulicht anmachen. Ist ja schon mitten in der Nacht jetzt, ey. Meine Güte. Guten Tag. Einmal bitte alle Dokumente. Dankeschön. Einmal bitte Andy Taylor. Ja. Und einmal 620 BM 739. Perfekt, alles. Haben sie ihre Sachen wieder. Wir sind schon, dass das verboten. Ja, sie wussten aber nichts, es tut mir leid, aber sie müssen trotzdem das Fahrzeug jetzt verlassen. Sie können hier. Ich rufe ihm mal ein Taxi. Ja, das Auto ist hier mit stillgelegt. Einmal bitte ein großer, ein mittlerer Tow Truck hier zu meiner Position. Gucken Sie, da ist schon Ihr Taxi angekommen. Schönen Tag noch, seien Sie froh, dass ich keine Strafe gegeben habe. So, perfekt, dann passt das auch alle. Und dann fahren wir wohl mal weiter auf Streife. Oha, du rast aber schon ganz schön, ne? Anhalten, Polizei. Bitte folgen. Bitte. Wenigstens hier vorne hin, okay? Perfekt. Wie kacke kann man denn anhalten, ey? Das finde ich jetzt auch nicht mehr lustig. Ganz ehrlich. Das gefährdet nicht nur mein Leben, sondern auch das der anderen Leute, die hier sind. So, sie können gleich mal rauskommen und mir ihre Dokumente geben. Sie wollen mir ihre Fahrerlizenz nicht zeigen. Wir können das auch anders klären. Dadurch, dass sie das hier so schlecht zu fahren sind, sind sie erstmal vorläufig festgenommen. Nein, nicht hinten reinsetzen.
Ich nehme sie mal schnell, damit wir nicht überfahren werden. Citizens reporting a possible 480 on Sonora Freeway, Unit 2 Spawn Code 3. Warum ist da Feuer? Stopp mal, warten Sie mal schnell. Up net. Was ist hier passiert? Ich brauche mal eine lokale Einheit hierher. Ja, gut. Und ich glaube. Natürlich kommt der Army hier, genau. Genau den, den ich vergessen habe zu replacen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ne, nicht hineinsteigen, ich will mit dem reden. Alter. Ich glaube, ein EMS wäre auf jeden Fall gut. Servus, Kollege. Danke fürs Absichern, auch wenn du ein Army fährst, warum auch immer. Da kommt der RTW natürlich genau falsch rum. Warte, ich sperre meine Straße ab. Oh, warte. Fahrt weiter. Du kannst jetzt stehen bleiben. Ich würde sagen, du kümmerst dich hier rum und ich kümmere mich hier rum. Ich werde sie mal durchsuchen. Gut. Wir brauchen auch mal hier Code 3 und ein Fire Department für das Feuer. Bei Ambulance und lass die mal abholen, weil ich glaube, die hat eine fette Störung. Ah, da kommt die Feuerwehr schon. Da war es nicht, dass dafür noch extra ein RTW ankommt. Ah, natürlich da oben auf der Straße. Ah, jetzt da hier unten. Ja, komm, das Feuer. Löscht es mal. So schnell geht es. Und dann lasse ich das Fahrzeug hier mal da einmal abschleppen. Noch ein Tow Truck und dann wäre der Verkehr danach tatsächlich schon wieder freigegeben. Eigentlich meines. Clear Control. Damit würde ich eigentlich auch gehen. Call out. Ben. 10-4. Macht jedes Mal Kollegen, ich bin mal weg, ne? Du fährst ja ein Army. Schaffst du schon. Oha, was ist denn das? Warum fährt hier ein Corndog mitten in der Nacht? Fahren's mal rechts ran, bitte. Warum haben wir alle Unterbodenbeleuchtung, ey? Na, ey, 2 Sekunden zu spät. Ich schwör mich dahinter. Da bin ich nämlich sicher, sozusagen. Einmal bitte Ihre Dokumente. Dankeschön. Dann einmal bitte Anderson Scott überprüfen. Mal schauen, ich guck mal hier Kennzeichen. Einmal 22IOA767 überprüfen bitte. Target Vehicle License Plate. Gut, dann können Sie schon mal das Fahrzeug verlassen.
Und dann sind sie hiermit auch vorläufig festgenommen, wenn ich sie gegriffen kriege. Sie sind vorläufig festgenommen, weil ihr Auto keine Zulassung hat und ich glaube, sie haben auch keinen Führerschein. Wo kommt denn jetzt der Kollege her? Na ja, gut, man kann auch hobbylos sein. Dann kann... Einmal... Das kannst du sonst du, kannst du den mal mitnehmen. Und ich hole dann... Hierfür einen Showtruck. Oh. Da ist... Gerade... Warum fährt hier ein Ami? Aber es sieht schön aus, dieses rot-blaue Licht. Och, kaum hat doch dein Licht hinter mir aus. Gut, nett. Ja gut, dann fahre ich mal weiter. Und... We've got a serious MVA on, Sonora Freeway. Units respond code 2. Was soll jetzt hier sein? Oh Gott. Kaputtes Auto. Nicht mal beleuchtet wirklich. Guten Tag, der Herr. Warum ist... die da... Besser Kopf. Guten Tag, der Herr. Ich habe sie sogar mit Sir angeredet. Ich brauche einen Tow Truck hier. Bei mir in der Position. Ich werde sie noch, Kollege. Willst du mich eigentlich nerven? Guck mal, jetzt blockierst du hier die ganze Straße. Ich mit dir. Also, was? So, weg mit dir. Warum gehst du nicht? Blockierst hier den ganzen Verkehr. Ich werde ihm mal ein Taxi rufen. Warum fällt er eigentlich? Fährt er falsch um? Ja, egal, ganz ehrlich. Was machst du da? Kann es sein, dass er da nicht rankommt? Oder so. Also, sind wirklich ein Profi, ne? Die machen ihren Job auch das erste Mal. Ja, holen uns den Car, packen uns das Auto einfach hier ran und dann. Hä? Wie bitte? Wie? Du machst den Job für das Auto das erste Mal, ne? Gott, ey. Schnell weg. Wow, jetzt steht da ein Auto und jetzt muss ich durch die andere Seite. Meine Güte, ich bin weg. So, ich bin weg. Wir sehen uns gleich wieder. So, die Kollegen haben da wohl irgendwas gefunden, wo ich jetzt Code 2 anfahren darf. Ich weiß es selber nicht. Würde ich dann machen, kein Blaulicht. Da werde ich jetzt mal Code 2 anfahren. Wir sehen uns dann gleich. Oder wann auch immer, je nachdem wie viele Jahre das dauern wird, da runterzufahren. So, da sind wir gleich und das war knapp, da hätte ich mich fast hingelegt. Mal schauen, was die Kollegen hier wohl gefunden haben. Oha, was ist denn hier passiert? Hier ist wohl was Schlimmes passiert. Guten Tag, Kollege. Hallo, Officer. Hat jemand das Auto angefasst? Nein. Wir waren hier zuerst und dann... Er hat es gefunden oder so. Ich weiß nicht, doch Englisch nicht bestes. Was machst du da? Warum spielt er am iPad? Ne, weil er liest. Dann können Sie mir sagen, was hier passiert ist. Ich habe aus meinem Fenster geschaut und dann habe ich das Auto und den in der Nachbarschaft. Okay, können Sie mir. Was?
Ja, gut. Soll ich jetzt, mit wem soll ich denn jetzt reden, Alter? Warum auch immer die hier einen scheiß Autoreifen zu stauchen haben. Mit wem soll... Oh. Das war nicht mal meine Absicht, das tut mir leid. Mit wem soll ich denn jetzt reden? Mit dir, Lee. Watcha! Servus, Kollegen. Ich werde das Fahrzeug mal durchsuchen. Eine Shotgun. Also können wir es gleich abschleppen lassen. Tow truck. Assistance required in Puerto del Sol. Mal schauen. Ist der Abschlepper hier? Ah, es ist schon hier vorne der Abschlepper. Perfekt. Oh, oh Gott. Perfekt. Und dann. Ja, bitte beenden Sie den Dispatch. Hier ist alles. Perfekt. So. Das würde ich sagen. War's mit einer erfolgreichen Schicht. Wir haben viele Leute angehalten und Gutes und Böses getan, wollte ich schon fast sagen. Gutes getan, Böses verhindert. Und wenn es euch gefallen hat, Like und Abo nicht vergessen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.